Hey, ihr Robonauten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboCraft. Und heute haben wir es endlich mal geschafft, dass mal wieder ein neues Abonnentenzocken zustande kommt. Und dabei ist heute einer meiner liebsten Abonnenten, der Rainbow Play. Ja, und der hallo. Stellt sich jetzt mal kurz vor. Ja, genau, hallo, oder schon gesagt. ja, ich bin halt der Rainbow Play und ich bin ein Fan von Hotion. Ein großer Fan, sehr großer Fan. Muss ja. ich nochmal an. Ja, das ist gut so. Das ist gut so. Ja. Und ich habe ich habe jetzt eigentlich alle seine RoboCraft Let's Plays geguckt und jetzt bin ich so froh, dass ich ja nicht dabei bin. Und jetzt, ja, ich bin Medic. Ja. Genau. Also als Medic wird er jetzt mit mir eine schöne Runde im Battle Mode spielen und ja, dann starten wir das Ding jetzt einfach mal, ne? Irgendwie piept ja das Spiel schon die ganze Zeit und will unbedingt, dass man spielt. Ja. Warum auch immer. Ich will nochmal anmerken, mein Medic war sehr teuer. Echt Geld. Ja. Echt Geld. Ich hab Flaggen dran an diese komische Maske vom, ich glaube, da gab es mal so ein Update, wo man die, ich glaube mit den Hoverblades, da kamen die Hoverblades dazu und dann kam dann so ein Roboter raus, dieser Quarterback. Ja, kenne ich, von dem habe ich mir die Schilde gekauft. Ja, und ich habe die Maske von dem quasi auf meinem Roboter hinten drauf, aber nur den Mundschutz. Ja, das hat Kohle gekostet, die gab es ja nur für echt Geld, die scheiß Dinger. Also ich habe mir den ganzen Roboter gekauft, aber mittlerweile schon zerlegt, weil er einfach nur doof ist. Ja, der selber an sich ist scheiße. Ja, der wurde ja auch von irgendeinem amerikanischen Team designt, ne? Ich glaube. Ja, glaube ich. Jetzt gibt's ja diesen Talon, glaube ich. Ja, genau, der läuft, glaube ich, auch von denen. Ich habe auch schon mal auf deren Kanal Ruffy geguckt. Das ist. Also die machen ziemlich viel RoboCraft. Die werden, glaube ich, auch von FreeGem selber ein bisschen supported mit der ganzen Sache. Also die können denen sagen, das und das brauchen wir in Teilen und dann kriegen die das halt designt als Teile. Um da Roboter zu bauen. Aber. So hundertprozentig verfolgt habe ich das auch nicht. Also ich wüsste jetzt auch noch nicht mal mehr den Namen von denen. Ich habe mir den Roboter nicht auch nur wegen der Maske gekauft. Ja, das Ding sah auf jeden Fall cool aus. In jedem Fall auch. Wie gesagt, das kostet halt alles echt Geld und da bin ich immer so ein bisschen so abgeneigt zu. Aber gut, man muss ja die irgendwo ein bisschen unterstützen. Ein bisschen Kohle sollte man denen in den Rachen schmeißen. Immerhin entwickeln sie ja ein geiles Game. Ja, oder wenn das Spiel abstürzt, beziehungsweise deine Datei gelöscht wird, was mir jetzt schon mal passiert ist, bekommst du eine höhere Entschädigung, als du abgezahlt hast. Ja, das ist cool, das ist SMG cool. Tank spotted. Weil ich hatte mal so einen Roboter, da bin ich so extrem schnell irgendwie durch die Welt geglitscht, dass ich durch die Wand durch bin und dann war ich einfach unter dem Boden. Ah, das ist ja unfair. Ja. Deswegen haben sie mich gebannt, dann haben sie gecheckt, dass das einfach nur ein Fehler war und deswegen habe ich eine urhohe Entschädigung bekommen. Ich glaube 10 Millionen RC und 1 Million Galaxy Coins. 10 Millionen RC hast du dafür gekriegt? Ja. Alter, ich will auch einen Bugroboter. Den Bug haben sie wahrscheinlich hier schon entfernt, aber wenn du willst, kann ich dir nicht zeigen. Ja. Weil sie haben halt. Ich habe alle meine Roboter verloren, da hatte ich wirklich schon Tier 10. Mein Megabot war auch schon fast fertig. Und ich habe einfach alles verloren, deswegen haben sie mir halt die Entschädigung gegeben. Na gut, aber wenn der Megabot auch schon fast fertig war, dann war 10 Millionen ja relativ wenig, muss man eigentlich sagen, weil so ein Megabot kostet ja mal locker so 20 Mille. Ja, sagen wir so, es war der Kasten, beziehungsweise wie du immer sagst, der Sarkophag, war fertig, ja. Mir wo der Fahrer drin gesessen ist, dann eine Stange noch vorne und halt 8 Räder. Ach so, okay. Ich hatte, glaube ich, ja. Und dann habe ich mir noch 6 von diesen Chrom-SMGs gekauft. Rail Walker spotted. Ah, ja. Brauchst du Medic? Naja, noch nicht so 100%. Bleib mal erstmal beim Tower. Wir haben hier einen ganz schön heftigen Angriff. The middle fusion tower has been captured. Spiel die kaputt, die Schweine. Ich spiel die kaputt. Your fusion shield is now active. Der hat hier ein Medic. Ich halte ihn da oben. Ja, jetzt könnte ich so langsam mal sicher vielleicht ein bisschen Hilfe hier brauchen. Railwalker spotted. Ah, der Railwalker verpisst sich jetzt. Der Bomber ist auch wieder weggekommen. Das ist leider schade, dass wir keinen so wirklich auseinandergenommen haben. Aber gut. Wir haben zumindest den Tower, auch wenn die Gegner jetzt schon 2 haben. Schade. Railwalker spotted. Da. Hier vorne noch ein Railwalker. Auf den kannst du eigentlich rufgehen, der hat keine Muffeln mehr. Den können wir jetzt im Nahkampf plattwälzen. Autsch. Der ist Stufe 5, der gibt uns ordentlich Experience. Der Bomber ist aber, glaube ich, wieder da. Ah, das ist natürlich mies. Ah, das Schwein ist nicht blöde, der haut ab. Oh. Ach, ich lade erstmal nach und renne hier weg. Das bringt nichts, wir kriegen hier aufs Maul. Der SMG zerlegt mich. Nein, der Sniper zerlegt mich, glaube ich. Ja. Ah, der hat mich hier schön ausgespielt, das Schwein, ey. Der ist immer um mich rumgelaufen. Beziehungsweise um den Berg rumgelaufen. Ich bin jedes Mal hinterher gelaufen, konnte natürlich schießen. Und wo ich ihn dann gesehen habe, da hatte ich bloß einen Wildschuss. Achtung, da kommt Plasma. Boah, sind das viele Gegner hier, Alter. Das ist ja alles. Nein, hör doch mal auf. Boah. Your middle fusion tower is under attack. Alter, der nimmt mich hier richtig gut auseinander, na leck mich doch, ey. Plasmacopter spotted. Ich bin nicht schnell genug. Naja, das wirst du definitiv spotted. Schaffen, den nehme ich hier auseinander. Your middle fusion tower is under attack. Ja, das sind hier so viele Gegner, ey. Ich komme.
Nein, nein, ich bin da. Na, no, ich war zu spät. Und ja, weg hier. Das ist schlimmer, bleib erstmal hinten, weil. Your middle fusion tower is under attack. Okay, ich bin sicher. Ich bin sicher. So. Your middle fusion tower is under attack. Wir sollten einen. Your middle fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Das ist nur so eine Idee. Boah, ey, ich treff schon wieder überhaupt nichts, ey. Oh, doch, da unten, jetzt liegt er. Jetzt hole ich ihn mir. Oh, der SMG wollte hinten sich, aber ich glaube, ich werde es eher sein. Weil der SMG nämlich nicht trifft. Tja. So, voll, voll, voll. Und Punkte. Ah, scheiße, wir haben kein Schild mehr. Nein. Ich rieche einen Bomber. Es ist ein Plasma-Huber, ist das aber, da wir kein Schild mehr haben. Oh Gott. Oh, 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 oh. Jetzt hier ich arbeite dran. Aber das ist ein Snapper. Ja, das sind einfach mal viel zu viel. Der hat mich sobald er nachgeladen. Der Snapper ist einfach mal vorbeigegangen. Aber das ist ein Bomber. Also wenn jetzt nichts passiert, dass hier gleich irgendwie eine richtige Masse unserer Armee auftritt, dann haben wir definitiv einen kaputten Tower. Ich arbeite am Turm. SMG Tank spotted. Your plutonium reactor is under attack. Plasma bomber spotted. Echt verdammt, ey. Ich hab's gleich. So, ich bin wieder drin. Ich komme jetzt mal vom Weiten an hier laufen. Versuche mir irgendwie Schaden zu machen. Walker spotted. Plasma hover spotted. Der Bomber nervt. Oh Gott. Ist der schon Level 8, der Freak, ey. Ich glaub's nicht. Ich krieg das noch hin. Der Bomber ist jetzt unterm Schild und greift mich gerade an. Aua. Nein! Nein! Komm! Das kriegst du noch hin. Komm! The bottom fusion tower has been captured. Gott sei Dank, ey. Das ist ein Plasma-Hammer-Stufe 8, Alter. Du kriegst das Ding kaum kaputt. Your plutonium reactor is under attack. Oh gut, jetzt haben sie nur einen Arsch gekriegt. Your bottom fusion tower is under attack. Gott sei Dank. Da ist noch im Bomber. Das wäre irgendwie. Nein, dann komm zurück zum Tower. Ja, wie, ich hab zwei Overbits in einer Düse. Naja, schaffst du, oder? Plasmacopter spotted. Ja, ich hab das ge... Oh Gott. Warte mal, ich guck mal, dass ich den Bomber kaputt kriege. Ich sehe ihn gleich relativ gut. Ne, ich sehe ihn nicht gut, aber für einen anderen. Nein. Alter, ist der schnell. Der sieht aus wie so ein fliegender Käfer. SMG Tank spotted. Also wie so ein fliegender Scheißhauskäfer und der ist extrem schnell, der Typ. Alter Schwede. Boah, ich komm nicht ins Schild. The middle fusion tower has been captured. Clock Cycle Booster activated. Oh, endlich. Plasma Bomber spotted. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Typ? Ein guter, nehme ich an. Ey, ich hab den voll mit der Ray verpasst. Der verliert natürlich nicht so viel. Das ist Stufe 9, ist klar. Aber gib mir ein One-Hit. Boah, leck mich doch am Arsch. Das ist doch gar nicht sowas. Rail Walker spotted. SMG Tank spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Rail Walker spotted. Sonst würdest du einen Medic brauchen. Nee. Plasma bomber spotted. Ja, ich meine das. Your bottom fusion tower is under attack. Alter, der Typ, der ist echt übel. Your bottom fusion tower has been captured. Komm ich da hoch? Ich glaube, da komme ich. Plasma hover spotted. Nein. Umlamp. Da geht doch natürlich da unten rum. Your middle fusion tower is under attack. Wenn er dich kriegt, ich halte dich. So wie hier. Your middle fusion tower gibt's is under attack. Gibt's auch nicht. Ja, die sind alle schon im Level wesentlich höher wie wir. Deswegen machen wir hier echt kaum Schaden. Das ist wirklich your fusion shield has been deactivated. Ganz leicht zum Brechen, kann man sagen. Aber jetzt your plutonium reactor is under attack. Oh, das gibt's doch nicht. Nein! Hilia den kriegt. SMG Tank spotted. Den Typen kenne ich, der hat mich vor Sande genommen. Plasmacopter spotted. Your plutonium reactor is under attack. Au. Ey, jetzt habe ich wieder keine Kumpel. Was? Wer hat mir nicht. Oh. Ich werde zerlegt. Ich versuch's zurück. Ich versuch's. Nein, ich schaff's nicht mehr. Mich hat's hier auch gerade komplett zerledert, ey. Your plutonium reactor is under attack. Ich hab bloß noch gewundert, dass ich auf jeden Fall bloß noch einen Wheelschuss habe. Dann sehe ich mein Bett so. Und ja, dann wusste ich auch, warum ich bloß noch einen Wheelschuss habe. Ich hab noch drei Hoverblades. Your plutonium reactor is under attack. Versuch's. Oh Gott, nein. Oh Gott. Alter, wo ist denn. Oh, ist schon mit dieser. Alter Schwede, leck mich doch ab. Your plutonium reactor is under attack. Also der Bomberfreak, der ist echt krass. Der spielt das anscheinend auch ein bisschen länger, so gut wie der drauf ist. Oh ja. Au.
Warum schießt du immer? Warum immer auf mich? Ja, weil du Heiler bist. Ja, aber das ist. Warum? Hier ist noch ein Heiler. Oh nein, natürlich immer auf mich. Ja, der Heiler heilt aber dafür jetzt nicht, siehst du? Und jetzt ist er. Ja. Genau das passiert dann. Your bottom fusion tower is under attack. In your face. Your bottom fusion tower has been captured. Das gibt es doch nicht. Your fusion shield has been deactivated. Meine Fresse, ich kacke harte Runde, das muss man mal so sagen. Ey, hier ist schon. Alter, der kommt um die Ecke geflogen, der haut dir das Ding rein. Der ist so. Mann. Ey, ich komm mit den. Das gibt's doch hier auch nicht sowas. Was ist denn das? Das sind drei Typen. Ja, drei Typen. Das ist einmal der Ruhrplasma, der. Your plutonium reactor is under attack. Dieser komische Käferbomber und dennoch sein Kollege. Alter, die nehme ich auseinander so schnell, kannst du gar nicht gucken. Das geht überhaupt nicht. Your plutonium reactor is under attack. Könnten in einem Platoon sein, aber ich glaube, das kann man nirgendwo mehr nach. Nee, jetzt können wir das nicht mehr sehen. Your plutonium crystal is nearly destroyed. Und natürlich sind wieder diese Plasma-Hennys da. Your plutonium reactor is under attack. Du bist weg und verengt. Oh ja, klar. Ich spawne und vor mir steht ein SMG-Tank, Alter. Na, logisch. Genau so muss das sein. Ich glaube, die Runde können wir abspielen. Die muss jetzt auseinander. Abspielen, abschmatzen, was mal so. Ja, wir sind gleich dran. Ja. Das war jetzt wirklich extrem. Also meine Fresse. Also solche guten Typen mit einem Bomber habe ich noch nie gesehen. Junge, Junge, Junge. Ich dachte eigentlich wirklich, das Plasma komplett abgeschmatzt ist, aber dem ist nicht so. Ja, man könnte auch dran denken, sich mal wieder sowas zu bauen. Naja, aber ey, leck mich am Arsch. Also jedes Mal, wenn ich einen Bomber baue, ist er so schnell kaputt. Und der Typ, der kam ja eingeflogen mit dem Gerät, Junge, das ging ja gar nicht. Du konntest ja mit der Wading gar nicht ins Visier nehmen. Der hat dich ja so schnell auseinandergenommen, weil der auch sowas von dermaßen verdammt schnell war. Ja, das ging gar nicht. Das ging überhaupt nicht. Ja, da gibt's auch einen Trick, das ist einfach, du brauchst nur 4 Ruder und du kannst schon damit fliegen. Und halt einen Haufen düsen. Ja. Weil der hatte unten ja nur Schilde und rechts und also an den Seiten die Plasma. Ja, richtig. Und der hat ja auch fast gar keine, der hat gar keine Flügel, die er zum Beispiel sehen könnte. Er hat, drinnen hat er, glaube ich, 2 gehabt. Ja, innen drinnen umgebaut, ja. Schon eine fiese Sache, schon echt eine fiese Sache. Mhm. Muss man mal sagen. Na gut, 12 Minuten haben wir rum. Machen wir erstmal Schluss für heute, würde ich sagen. Oder wie siehst du das? Ja, nein. Jo. Alles klar, dann Freunde, wie immer, ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Den Link von dem Kanal von dem Rainbow Play, den haue ich in die Videobeschreibung mit rein. Und ansonsten, ja, wenn ihr Bock habt, auch mal mit mir zu spielen, kommt einfach in die Gruppe rein und wenn ihr Glück habt, bin ich online und dann können wir zusammen zocken. So denn, bis denne. Ciao.